Unser Professor. Trägt immer diesen Hut. Arbeitet nur mit Filz und Fett. Warum? Das bleibt sein großes, mysteriöses Geheimnis. Wir müssen zu all seinen Vorlesungen, aber er sieht sich nie was von uns an. Hat irgendjemand von euch eine Erkenntnis gehabt diese Woche? Eine Einsicht, die er mit uns teilen möchte? Lottozahlen. Ja, nee, wirklich. Die Lottozahlen. Wenn ich Ihnen jetzt 6 zufällige Zahlen nenne, 5, 7, 23, 29, 44, 11, dann ist das doof. Aber wenn ich die Gewinnzahlen der Lottoziehung vorlese, zwei, 17, 19, 25, 45, 48. Ja, dann haben die irgendwie was Wahres, Zwingendes, ja, fast Schönes. Ja, das war meine Einsicht. Ihr könnt nach Hause gehen. Ich habe heute nichts für euch. Kurt, kommst du bitte einmal her? Ja? Ich möchte deine Kunst sehen. Wann? Wenn immer es dir recht ist. Wenn es dir recht ist. Sag mir einfach Bescheid. Im Krieg war ich Funker bei der Luftwaffe. Ich war ein miserabler Funker. Und mein Pilot war ein miserabler Pilot. 4 Wochen Ausbildung halt. Gleich bei unserem zweiten Einsatz wurden wir abgeschossen über der Krim. Der Pilot war sofort tot. Ich wurde von nomadischen Tataren aus dem Wrack geborgen. Die Bauern, genau die Bauern, die ich hätte bombardieren sollen, zogen mich aus dem Wrack und pflegten mich mit dem, was sie hatten. Sie rieben meine Wunde mit Fett ein und wickelten mich in Filzdecken. Ich blieb ein Jahr bei ihnen. Danach ergab ich mich in amerikanische Gefangenschaft.
Wenn ich mich frage, was ich wirklich weiß, was ich wirklich empfunden habe im Leben, was ich behaupten kann, ohne zu lügen, dann ist es das Fett auf meiner Haut. Das Fett und den Filz. Die habe ich so durchdrungen, die habe ich so verstanden, wie Descartes verstanden hat, dass er existiert. Ich denke, also bin ich. Er hat alles in Frage gestellt, alles. Alles könnte Illusion sein, Trug, Einbildung. Aber dann wusste er, dass ja irgendetwas diese Gedanken anstellt. Und dass folglich irgendetwas existieren muss. Und dieses Irgendetwas, das nennt er ich. Aber wer bist du? Was bist du? Das bist du nicht.